Bereuen Sie etwas in Ihrem Leben? Beziehungsweise, welche Ziele haben Sie noch? Welche Wünsche sind noch offen? Und was würden Sie jüngeren Menschen als Empfehlung mitgeben? Ja, also bereuen tue ich eigentlich nichts. Ich kann nur sagen, alles, was ich getan habe, ob jetzt familiär oder beruflich, habe ich immer aus vollster Überzeugung und mit Liebe getan. Wenn vielleicht im Nachhinein sich herausgestellt hat, das ein oder andere hätte ich vielleicht anders machen können, aber aus der jeweiligen Sichtweise und Situation wollte ich ja nur das Allerbeste. Insofern bereue ich nichts. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, aber das war unwichtig in meinem Leben, ich habe Französisch, als es dann ein Wahlfach war, nicht mehr genommen, was ich natürlich im Nachhinein sehr, also bereut habe, aber es war jetzt kein Hindernis beruflich oder dergleichen, es war weiter nicht schlimm. Was würde ich sonst noch bereuen? Nee, ich denke, dass das ist okay, so wie ich es gemacht habe. Wunderbar. Was war noch Ihre Frage? Eventuelle Ziele noch, Ah dass Sie ja, ah sagen? ja, ja, Ziele, Wünsche, Ziele. Ziele oder Wünsche oder beides? Also wünschen tue ich mir natürlich, dass ich lange, ja, Gesundheit ist das Allerwichtigste, gesund bleibe an Körper und im Kopf. Und auch fit bleibe, weil ich habe viele Hobbys, die ich gerne mache. Und das Schöne ist ja, dass man in der Rente endlich mal Zeit hat, die man früher als berufstätige Frau nicht hatte. Ich war also fast ein Leben lang nur in Hetze. Und insofern, jeder Tag ist fast, sage ich zu meinem Mann, mein Gott, hab ich's schön, ich kann ausschlafen, ich kann machen, was ich will, ich kann spontan sein, ich kann einen Plan machen, ich kann keinen Plan machen. Es ist einfach wunderschön. Und ja, wenn es so bliebe, wär's herrlich. Und die Zeit, ja, wird einem immer knapper. Also ich habe so viele Hobbys und Wünsche. Wahrscheinlich bräuchte ich drei Leben, die ich leider nicht habe. Und die Empfehlungen an eventuelle Ah ja, Enkelkinder? die Empfehlungen an eventuelle Enkelkinder oder überhaupt Kinder oder Jüngere, ja. Ja, was würde ich sagen? Also für mich hat eigentlich immer die Empathie eine große Rolle gespielt in meinem Leben. Ich finde, wenn man versucht, sich in andere Menschen reinzuversetzen, dann kann man sie viel besser verstehen. Wie jetzt zum Beispiel auch mit den Flüchtlingen. Ne? Musste auch nie flüchten. Aber wenn man sich denkt, ich bin der Flüchtling, ich habe meine Heimat verlassen, meine Familie, ich habe so viele Risiken auf mich nehmen müssen, ich kenne die Sprache nicht, ich weiß nicht, wie oft werde ich noch weitergeschickt und wie werde ich behandelt. Also das sind so Fragen, wenn man sich die selbst stellt und in die Person reinversetzt, dann kann man die Menschen viel, viel besser verstehen. Dann meine ich zum Beispiel auch, dass Musik die Menschen verbindet. Ich denke immer an so Konzerte oder im Sommer, wenn alle beieinander sitzen. Es wird von mir aus im Englischen Garten hier in München, spielt einer Gitarre, alle sitzen rum. Es verstehen sich alle Nationalitäten. Es gibt keinen Ärger, nichts. Also ich finde, ja, man sollte vielleicht mehr mit Musik arbeiten. Oder was könnte ich noch empfehlen? Ja, eigentlich immer ehrlich zu sein. Also erstmal in sich zu gehen und abwägen, ja, was sagt mir mein Gefühl. Und ansonsten würde ich sagen, immer seinen Mann oder seine Frau stehen, ehrlich sein bei ganz wichtigen Dingen, auch ehrlich sein, wenn man vielleicht mal einen Nachteil davon hat. Würde ich sagen, sich vielleicht für andere einsetzt und dann nicht so gut dasteht beim Chef oder so. Ja, ansonsten vielleicht auch lernen, das muss man lernen, mal ein bisschen diplomatisch sein, das
hilft auch über vieles hinweg. Oder auch mal schweigen, statt einer Lüge, nichts zu sagen, ist auch ein Wink, wo man sich gut behelfen kann. Was ist noch wichtig? Was würde ich noch empfehlen? Ich meine, dass die Familie größtenteils ein Bindeglied ist. Es ist eigentlich das nächste Bindeglied. Und wenn man sollte versuchen, sich in der Familie oder in der engsten Familie zu verstehen und zusammenzuhalten, das hilft einem auch, finde ich, über vieles hinweg. Ja. Und jetzt vielleicht aus heutiger Sicht, weil ich gerade dabei bin, ein bisschen zu, also in Anführungszeichen, leichter zu werden, mich von Dingen zu trennen, die ich zwar mir gewünscht habe, weil sie mir gefallen haben oder mir selbst zusammengespart habe und gekauft habe und die man dann angesammelt hat und die ich heute immer noch liebe, die aber vielleicht die Kinder oder der Sohn gar nicht will. Insofern sollte man sich überlegen, vielleicht nicht so viel anzusammeln und vielleicht dafür lieber das Geld ausgeben, um anderen zu helfen. Es gibt so viel Armut auf der Welt, ob Menschen oder Tier. Ja, ich glaube, das sind so die Hauptdinge. Ehrlichkeit und Empathie. Ah ja, und was ich auch immer schön finde, Gastfreundschaft und Offenheit. Einfach offen sein und unvoreingenommen. Unvoreingenommen. Das ist wichtig. Ja.